Bin sofort wieder da. Naja, sagen Sie, hat mein Papi auch immer gesagt. Der war nur kurz Zigaretten holen. Das ist hart. Das ist wirklich hart jetzt. Bis ich ihn mit dem Auto überfahren habe, ich weiß. Was? Ach, was, ey? Alter, Nixi Wixi, sag ich dazu nur, ey. Bis ich ihn mit meinem Auto überfahren habe. Alter, das ist ob wir dann wenigstens gelacht, ey. Ich Mann, wollte schlecht das Wix gelohnt. Maximum! Oh wei. Hast du Maximum Brightness, oder? Ja, und Scheiß. Ich glaub, das hey, ist lass mich doch mal! Ja, und Johnny Bird nämlich immer wie ein Elch beim Vögel. Guck. Ach, schön. Nicht vernünftig. Burn gehört ja auch dazu. Okay, ich muss das ändern, das geht nicht. Ja, wenn du überall reinfällst, ist echt behindert. Ich finde das total lustig, dass Jay wieder einen Troll gemacht hat, aber den mega verkackt hat. Was denn für ein Troll? Was hab ich jetzt wieder gemacht? Das ist echt schade. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, aber schlecht umgesetzt. Ich fühle mich unfair benachteiligt. Unfair benachteiligt? Wie geht denn fair benachteiligt? Eine Färbenachteilung geht ja auch nicht. Das ist aber eine Zwickmühle. Ja, das ist hart, ne? Was machst du denn dann hier? Ja, eben. Wie soll man Rippen. Das denn jetzt? Also, ich weiß auch nicht, Rippen. Was, Rippen? Ja, Rippen. Boah, so ein paar Rippchen wären jetzt echt voll geil. Ja, die Kiste an sich kostet ja, glaube ich, schon mal. LOL! Euro so. Jay! Ich bin tot. Was? Vala Morghulis! Okay. LOL, ist los, jawoll! Ja, ja! Vala Morghulis! Jetzt hab ich's erst na gecheckt. Endlich! Alter, Sepp, das war kein scheiß Lava-Eimer, den du gesehen hast. Das war ich! Du hast mich beim Bauen erwischt! Das war gerade vor einer Viertelstunde, Alter! Was? Ich stand da unten neben dir! Ich hab mir in die Hosen geschissen wie niemals zuvor! Ich dachte, jetzt bin ich erwischt, jetzt ist mein ganzer Troll aufgeflogen. Und Zed baut sich einfach wieder hoch, weil ich dachte, ich baue ein quer verlegtes Enderportal oder sowas. Ja, war mega witzig. Ich fand's. Alle meine Sachen sind weg. Ja, alle meine Sachen sind weg. Alles kaputt und zerstört. Hast du denn das Lava gefallen? Ja, er hat mich in Lava geschmissen. Also du bist in Lava gefallen. Mega witzig alles. Ich frag mich, echt, wie lange wir so ein ganzes Holz, ich hab die gesamte Aufnahmesession, die letzte, alles zusammengefarmt. Ich hab meine Tränke zusammengefarmt, die ganze Zeit auf den einen Punkt, ey. Und dann fällt Sepp in das Loch direkt, wo ich das gerade baue. Ich dachte mir so, Alter, das darf jetzt nicht wahr sein. Und da baut er sich wieder hoch und sagt, und hat da den Lava-Eimer auch noch gesehen. Ich habe nämlich gerade das volle Inventar und konnte nämlich nicht wechseln. Das ist so scheiße, ich bin jetzt voll am Arsch. Nee, weil du mich, weil du meine komplette Ausrüstung zerstört hast. Christian? Nein. Ja! Nein! Ist klar, was ist bei mir jetzt los? Erstmal gucken. Hast du mir jetzt meine Ausrüstung gezogen? Nein, gar nichts. Ich hab geguckt, was du da gemacht hast. Achso. Achso. Ich glaube, ich werde jetzt Mistone aus der Stimme. Achso, ich glaub dir kein Wort, du laberst. Ich bin auch noch nicht so. Wir müssen ja mal hier ein bisschen Junge kitzeln, ey. Als ob ich mich 100 fucking 20 Folgen zurückhalten muss mit Trollen, ey. So, jetzt ist hier mal endlich die Bombe geplatzt, ey. Und dann schon fängt wieder an, hier alles rumzuweinen, ey. Ja, das gehört aber auch dazu. Das stimmt. Aber ich habe mich ja wohl revanchiert, indem ich 31 Diamanten abgegeben habe. Außer hat Sepp mich getötet. Ja, absichtlich. Gemacht, ich und ich habe es danach auch richtig absichtlich gemacht. Und das hat gut getan. Ich habe dich nicht absichtlich getötet. Aber ich habe dich getötet. Absichtlich. Ich habe es auch absichtlich gemacht. Es das hat halt auch so geil. Unfassbar gut getan, dieser Kill. Genau, das gehe ich auch von aus.
So, ihr Schnittchen, ich sag mal, bis... Ihr Ficker! Ihr Ficker! Vorbei die Folge! Du wolltest Ficker sagen. Hab ich Ficker gesagt? So, ihr Schnittchen. Okay. Ja schon wieder bei deinem Mund was auch immer ich sagen wollte, ihr seid geile Ficker! Also ich hätte jetzt so einen Turm, so einen kleinen, so einen, obwohl ein Magierturm baut er da schon, ne? Obwohl das ist kein Magierturm. Du kannst doch einfach mal den, kannst du den Thronsaal machen? Alles klar, direkt in die Fresse, ja. Da unten hat Dalu was gebaut, irgendwie so ein Vampir-Ding. Werde ich mir merken, werde ich mir merken, ja. Und du darfst jetzt selber was. Wenn zum nächsten Varro kommt, bist du First Target, ich sag es dir. ich werde sterben! Nein, bitte nicht. Doch, Sepp labert schon. Immer, Sepp sagt immer, dass der stirbt. Nee, ich sterbe. Was passiert. Ja, okay, ja. Ich bin tot. Oh, Mensch. Das sehe ich nur gar nicht. Oh, wie viel Level haben. Hast du denn, Sepp? 0 wahrscheinlich. Ja, durch Jay habe ich 0. Oh, oh. Ach, das war die Frage, ja, mein lieben Leute. Wir haben jetzt mal das fragt man nicht, das macht man einfach. Wir haben jetzt mal eben eingeblendet hier. Das war bei Sepp nämlich genauso, er hat auch nicht gefragt, wie viel Level siehst du, ich siehst du, hat Jenny, Johnny dich letzte Mal noch gesagt, dass er sich darüber überhaupt nicht aufgeregt hat. Ah, hier dein Bogen. Du warst es. Hab ich da überhaupt nicht drauf? Oh, das ist aber lieb. Stop lying, bitch! Du hast mich angefangen zu schlagen, was soll ich denn machen? LOL, Alter, wie viel Schaden das macht, das ist ja shit. Hat einer noch einen Faden für mich? Ich kann dir einen mitbringen. Verloren. Den roten? Ich kann dir einen mitbringen, warte mal. Ah, danke. Hier war Rinderwahnsinn. Ach, Rinderwahnsinn, genau. Ich wollte gerade sagen, was war denn nochmal bei dir? Ja, hast du doch bei dem Torero auch gesehen am Wochenende. Das ist nur gerecht so. Oh, der Witz, ich verstehe das einfach nicht. Das ist wirklich eine Kultur, die ich nicht verstehe. Das ist häufig bei Kulturen so, aber die ist echt einfach total. Dann verstehe ich halt. Total behindert. Das ist halt schon. Wenn draufgehen hätte, der jetzt nicht unbedingt reagieren müssen, weil. Ich meine, überleg mal, die Ehefrau von dem, weißt du, die macht halt Internet auf und alle so, yeah, voll verdient, weißt du, voll geil, dass der tot ist. Die hat bestimmt richtig Spaß in der Backen gerade. Ja, ist dumm gelaufen. Vielleicht hat er ja gar keine gehabt. Ich denke, da sie die Frau ist, wird sie auch irgendwie da die Tradition ja auch unterstützen. Ja, Christian ist jetzt frei. Ja, aber ich glaube, die dürfte für manche sexuelle Spiele jetzt nicht mehr empfänglich sein. Oi, oi, oi. Das war jedes Mal so Vietnam-Flash. Gib mir Tiernamen! Der Stier hat ihm doch, soweit ich weiß, in den Arsch gestochen, oder? Nee, ins Herz. Ja. Ins Herz. Ach, krass. So. Ja, wobei, vielleicht hat er richtig lange gestochen. <Hat's doch> Einmal komplett durch, meinst du? Ach so. Und wir haben jetzt hier auch die Bühne für den Hurenbaden. Was? Wo denn? Ach, Hurenbaden. Den, ne? Den Hurenbaden. Boah, der steht hier aber ganz schön, alter Schwede. darf nicht so ein großer Bade sein, oder? Blädern wäre stolz auf dich, Peter. Ja, darum geht es mir. Ja, ich spiele jetzt meinen Dudelsack hier oben. Ja. Bühne für den Hurenbaden. Baden vor allen Dingen. Alles. Scheiße! Huch! Hoppala! Wow, ich wurde reingeschlagen! Komm für keine! Komm mal an der Erde, der findet seinen. Ey, da gebe ich dem so viele Diamanten und der Bongo baut sich halt nicht meine Dingens, oder was? Zum Bauen brauche ich das auch nicht. Warte, ich mache hier mal einen hin und da mal einen hin. LOL! Wie schnell! Hat Spaß, ne? Ich gehe doch nicht davon aus, dass du mit einem Bogenschuss direkt tot bist, ich Sebastian! Ich finde das so geil, dass der 30er Mann immer noch keine Rüstung anhat. Ja, brauche ich ja auch nicht. Nee, wenn ich hier blaue, dann brauche ich das auch nicht. Außer Jay hat Bock, einen zu töten. Du warst auf einem 5 Säulen hoch, hohen, auf einem 5. Ja, Block, erstmal richtige Sätze ausgeschrieben. Ja, bei dieser wunderschönen Geschichte hören wir für heute auf und sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ein wunderschönes. Vielleicht fallen dann Jay die Wörter wieder ein. Ja, ansonsten haben wir hier unser Königreich. Du befindest dich aktuell in Fuckshirewood. Shuckfire. In Fuckshirewood, ja.
Ist das schon erklärt, ob du hässlich bist oder nicht? Ich glaube, ich bin normal aussehend. Ich habe keinen Nachteil, Hässlichkeit zumindest. Kann ich euch hier extra verraten. Aber dein Real-Life-Charakter hat doch den Nachteil. Spasti! Manche würden das nicht Nachteil nennen, sondern angeboren. Also ich finde... ich finde die beide mal stimmt, es gibt, es gibt angeborene und nicht angeborene Hässlichkeit. Das stimmt. Das ist richtig. Ich kenne da einen gewissen Fußballer. Wow, davon gibt es ja nur einen. Der eine nicht angeborene Hässlichkeit hat. Okay. Es gibt dann auch noch Hässlichkeit, auch die man sich selber einen. Hinzufügt. Moment. Und Hässlichkeit, die passiert. Wer selber hinzugefügt hat, er das nicht unbedingt. Glaub, also beispielsweise so Brandunfälle oder so, das da kann man ja da gar nichts für. Das ist doch ja, der Formel 1 Fahrer. Aber das ist ja dann, meinst, oder? Ja, okay, Niki Lauda ist auch eine angeborene, nicht angeborene. oh! Ja. Angeboren. Geht's los. Ja, eigentlich wollte Niki Lauda ja die Rolle von Marvel hier vom Lizard Man haben. Von dem Man, den kenne ich, glaube ich. Ja, aber dann war der doch zu hässlich. Wie ist das eigentlich? Ist Niki Lauda schon so eine Art Volksheld in, nein. Österreich? Wie heißt denn das Land nochmal? Gibt doch nur einen Volksheld in Österreich, Jay. Ja, wenig. Heldin meinst du. Ja, was ist mit dem zweiten Österreicher, der Gas zum Aufstieg benutzt hat? Nix Baumgartner. Achso. Ich dachte jetzt eher so mal an Arnold Schwarzenegger, aber okay. Ja, genau. Aber Marzipan mag ich alleine schon nicht. Was? Nazipan? Nazipan. So hieß es früher, aber dann haben sie es geändert wegen Dritter Reich und so. Ah ja. Wegen Dritter Reich oder so. Echt jetzt? Die haben so mega laut geworden bei mir jetzt. Ja, der ist wieder sehr laut geworden. Aber man muss einfach ändern. Ist ja egal. Ja. Ne, ich finde, du überwinnst ja dann ein bisschen jedes Mal. Ja, nee, vielleicht ist das ja für die Aufnahme relevant. So, ja, er nimmt ja selber auf. Ja, das meine ich. Und wenn er dann auf einmal viel lauter wird als alle anderen. Achso, er hat ja sein Auto. Dann kann er sich auch ganz alleine leiser stellen. Okay, Dennis, dann einfach drauf achten, wenn du es schneidest. Ja. Achte darauf, wenn du schneidest. Liebe Zuschauer, ihr werdet der Beweis sein, dass ich es nicht tue. Ihr müsst mit dem Dezimeter daneben stehen und sonst müsst ihr dann selbst direkt Bescheid sagen und petzen gehen auf Twitter. Ja. Mir ist das ja relativ egal. So war das nicht gemeint. Dir ist das relativ egal. Das hört sich aber gerade nichts an, als ob dir das relativ egal ist. Ich bin ja um das Wohl der Zuschauer besorgt. Na. Ein Hurenvieh. Da bist deine Rüstung kaputt oder hast du die jetzt ausgezogen? Stille. Keine Antwort. Warte, ich erzähl's, wirst es sehen. Oh. Alles klar. Okay. Deine Schuhe sind übrigens auch kaputt gegangen, gerade mit der dich geboxt. Ja, das wollte ich erreichen, weil alles nämlich total mega broken war und ich gedacht habe, ja komm, der kleine Zombie, der macht mich ja nicht so easy. Ja. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie VR-Porn gucke. Und ein Schwanz lutscht. Und ein Kalippo dabei esse. Ja. Also dachte mir, das ist voll cool, weil ich habe ja die Hände frei. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich ein Porno gucke, werde ich wahrscheinlich nicht die Hände frei haben. Weißt du, das ist das nächste Problem. Weißt du, und du hast letztens doch gesagt, hey, so, selbst in deinem Hand Kopf frei, ist ganz nicht? Schön viel krank. Aber bei dir. Ja, je nachdem. Also manchmal. Aua! Ja, also im Duden steht tatsächlich Bedeutungsübersicht die größte Anzahl, Menge von etwas oder der größte Teil einer bestimmten Anzahl oder Menge. Die Mehrzahl. Gibt mir auch keine Hilfe. Oh, scheiß auf Duden. Scheiß auf was? Scheiß auf Duden. Achso. Haben wir ein bisschen falsch verstanden. Ja. Ist ja klar, dass das der Österreicher. Immer klar, dass ihr wieder hört, was ihr hören wollt. Ey, das ist echt verschluckt worden, tut mir leid, ja. Deine Mikro-Einstellung hat das verschluckt. Das D ist stumm. Mhm. Also ich glaube, wenn das so grob zusammengezählt, halbwegs geschätzt, müssten wir so 3400 Minecraft-Videos haben. Das ist schon viel. Veni, wie viel hast du? Ich hab gesamt. 1000. Wie das klang! Na, Veni, wie viel hast du? Nee, so war das überhaupt nicht gemeint, das war der erste. Ja. Veni, hast einfach weniger Minecraft-Videos. Wer ist hier der Minecraft-YouTuber? Oh ja, stimmt, das wäre dann auch wieder Interpretationssache. Ob ich auch ein Pferd melken kann? Hunde. Ja, da kommt aber keine Milch raus, sondern prinzipiell was kann anderes man Pferde melken, in der Tat.
Aber ist weiße Flüssigkeit nicht immer Milch? Nee, ich glaube nicht. Nee. Weiße Flüssigkeit ist nicht immer Milch. Es kann auch. Könnte auch Kleber sein. Kokosmilch. Ja, aber Kleber sein. Fressen ja nur die Leute, die Team Instinct gewählt haben. Sperma sein. Weißt du, es ist nicht immer Milch. Kann auch Kokosmilch sein. Ich weiß es Aber Kokosmilch wird nicht gemolken. Aber es heißt Milch. Ja, aber es ist trotzdem Milch. Ich weiß es, okay. Gut, aber. Gut. Nein, nicht weiß ja es. Es heißt ja nicht Spermamilch. Nee. Das heißt Kokosmilch, weil es von Kokos gewonnen wird. Komischerweise heißt Sperma auch nicht Penismilch. Ja, oder das? Ja, ohne Witz. Total unverständlich. Ja. Aber man sagt doch abmelken, Peter. Ja, aber Bram hat ja das gesagt, das sagen alles nur Assis. Scharf. Bist du gerade beim Türken? Alle stellst deinen Döner. Nee, Peter hat Ziegen. Nein, wegen Döner scharf. Ach so. Alles klar. Also, da müssen wir aber erstmal drüber nachdenken. Peter, du nur wieder sagst, ey. Das machen wir aber außerhalb hier der Folge, deswegen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ach so, das, oh shit. Ich will doch nur spielen. Okay, ich brauche eine Axt. What the fuck? Der Gedankengang ist aber auch schon. Ich will doch nur spielen. Ich brauche eine Axt. Ja, hat sich der in Würzburg auch gedacht. Nicht witzig. Ja. Doch, ein bisschen schon. Aber das lag einfach daran, dass er einfach zu viel Langeweile im Leben hatte. Da musste ein bisschen Würze rein. Oh. Oh. Nicht witzig. Ich glaube, du fandst ja auch ganz toll. Na gut. So, okay. Dann Burn Baby Burn. Burn Baby Burn. Burn Baby Burn. Burn Baby Burn. Genau. Ba 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 baby ba. Genau. Das wolltest du auch sagen, oder? Nein. Ja, genau. Das ist doch. Uiuiuiui. Das ist auch mal gut, Christian, hast du das schon mal? Also hast du schon mal probiert, Shay die Boote anzuzünden? Nein, hab ich noch nicht. Aber da brennt wahrscheinlich die gesamte Burg ab, das wäre mega geil. Ach nö. Boah, das wäre der Obershit. Sehr, sehr schön, du Kutter. Sepp, was machst du da? Was ist der denn gerade? Ja, Sammy! Du musst Sammy von der Schaufel runternehmen. Ich glaube, das ist nicht Sammy. Ich glaube schon, dass der ist doch gerade am Telefon.